Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir erleben mit dieser Pandemie, vom Coronavirus ausgelöst, ganz sicher die größte Menschheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Alles, was geschieht, so sagt Viktor Frankl jedenfalls sinngemäß, kann mit einem Sinn in Verbindung gebracht werden. Stimmt das? Ich habe jedenfalls keine Lust mehr, wie ein Kaninchen auf die täglichen Inzidenzzahlen zu schauen. Nun, die Verantwortlichen dieses kleinen Videos, die Friedrich-Ebert-Stiftung und das Kulturforum der Sozialdemokratie, die Verantwortlichen haben überlegt, wir fragen mal interessante Zeitgenossen, was sie denken. Und das, was wir eingefangen haben an guten Gedanken, das wollen wir Ihnen jetzt in diesem kleinen Video präsentieren. Vielleicht geht es Ihnen ja so wie mir. Die Gesellschaft ist zurzeit noch vielfältiger, noch unterschiedlicher als ohnehin schon. Die Krise erlebt jeder auf eine ganz andere Art und Weise, aber es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen, dass wir in der Lage sind, mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Deswegen haben wir unsere Protagonisten, unsere Gäste als erstes gefragt, wie erleben Sie ganz konkret die Gesellschaft? Sie ist ja jetzt in der ganz besondere Situation gestellt und das ruft vieles hervor und vor allem vieles Extreme, weil die Situation auch extrem ist, weil das Leben einfach nicht so weitergeht und gehen kann im Augenblick, wie wir es alle gewöhnt sind, und dadurch sind die Menschen aus der Bahn geworfen und in ganz unterschiedlicher Weise. Also man findet jetzt ganz viel Mitgefühl, man findet Menschen, die über ihre eigenen Kräfte sich engagieren, weil sie spüren, ich kann den anderen doch nicht hängen lassen, ich bringe das nicht fertig. Und an anderer Stelle spürten wir, wo ist mir egal, also nicht wie America first, sondern unsers first, also meine, was weiß ich, wo die Egoismen eben einfach stark zunehmen. Und es entstehen sehr viele Feindbilder und die Konfrontation in der Gesellschaft ist anzusehen, ist ziemlich furchtbar. Wir erleben eine ökologische Krise als Reaktion der Natur auf unsere westliche Lebenswelt. Die Pandemie ist eine von vielen Indizien der Evolution, die sich auf einen Umbruch hin bewegt. Wenn wir als vernunftbegabte Wesen nicht irgendwann reagieren, Klimaveränderungen, Vernichtung der Artenvielfalt, Zunahme von Seuchen und Giftstoffen in der Umwelt, soziale Polarisierung erzeugen elementare Gleichgewichtsstörungen. Die Pandemie verortet nun diese Krisen in unserer individuellen, kulturellen Welt. Selbst der Primat der Ökonomie wird kurzzeitig außer Kraft gesetzt, weil man mit der kapitalistischen Gewinnmaximierung die Krise nicht meistern kann. Lernen wir etwas daraus vielleicht für spätere nachhaltige Formen unseres Wirtschaftens? Wir erleben eine eigentümlich gespaltene Gesellschaft. Auf der einen Seite viel vernünftiges Verhalten, viel Solidarität, viel Einsicht in das, was notwendig ist, auch wenn es wehtut. Sich hineingeben ins Geschick, dass um der Solidarität mit den anderen willen ich mich selber einschränken muss. Aber auf der anderen Seite gibt es eben eine Menge Leute, die sich nicht daran halten wollen, die schlicht bestreiten, dass es so etwas wie Corona-Pandemie gibt, ein gefährliches Virus, die auf ihre Vergnügungssucht bestehen, die an alle möglichen Verschwörungsmythen glauben. Das ist eine durchaus gefährliche Spaltung in der Gesellschaft, weil sie
die Konflikte verschärft? In dem Bereich, in dem ich zu Hause bin, das ist hier quasi hinter mir auf dem Campus Forum Tumanum. Ich unterrichte Schülerinnen und Schüler in evangelischer Religion. Da ist zurzeit nur für einige Klassen wieder normaler Unterricht, 11., 12. Klasse. Die Grundschüler sind wieder da, die Kita-Kinder sind wieder da. 5. bis 10. Klasse wird noch zu Hause unterrichtet und lernt zu Hause. Und ja, da sehe ich das Problem ganz besonders. Also da stelle ich mir auch die Fragen, was wird mit den Kindern? Wie werden wir sie begleiten? Mit welchen Erfahrungen werden sie aus dieser Zeit gehen? Wie werden sie mit diesen Erlebnissen später einmal umgehen? Ich erlebe in dieser Zeit, dass Ungewissheit etwas ist, was eigentlich alles durchdringt. Und ich merke, dass es ein großer Luxus ist, wenn man planen kann oder planen konnte. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der die nähere Zukunft wenigstens immer in gewisser Weise planbar war. Die Rahmenbedingungen ähnelten einander. Das ist jetzt ganz anders. Und das ist anstrengend, so eine Ungewissheit, mit der von Tag zu leben, dass man nicht weiß, was wird in 2 Wochen sein, was wird in 4 Wochen sein. Zu den Eigenheiten der Corona-Krise gehört die Unsichtbarkeit. Wir sehen das Virus nicht, jedenfalls die allermeisten von uns haben es noch niemals unter dem Mikroskop gesehen. Und wir sehen meistens zumindest auch nicht das Sterben. Das Sterben in den Krankenhäusern, das Sterben auf den Hospizstationen. Unsichtbares Leid prägt uns und gleichermaßen auch das Leid, das darüber hinausgeht. Viele Existenzen sind gefährdet. Viele Menschen wissen noch gar nicht, wie es weitergehen wird. Wir müssen weiterdenken, auch über das Ende des Virus hinaus. Und darauf richtete sich die zweite Frage, die wir unseren Gästen gestellt haben. Wir erfahren, wie verletzlich, wie verwundbar nicht nur der einzelne Mensch ist, sondern unsere Gesellschaft insgesamt, unsere globalisierte Zivilisation. Wir erfahren etwas, was wir gar nicht mehr wussten, nämlich, dass es so etwas gibt wie Wehrlosigkeiten. Und das tut weh. Und manche bestreiten das schlicht. Und andere sagen, wir müssen damit umzugehen lernen. Und daraus folgert, wir erfahren etwas, was stärker ist, als es vorher da war, nämlich die tiefe Solidaritätsbedürftigkeit des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt. Auch die Staatsbedürftigkeit, der Ruf nach dem Sozialstaat ist so laut wie nie zuvor. Alle wollen etwas vom Staat, Geld und Unterstützung und Begleitung. Ich befürchte, dass einige Kultureinrichtungen und Vereine die Krise nicht oder nur mit Ach und Krach überstehen werden. Und ich sehe auch, dass Kulturschaffende sich in einem artfremden Bereich Lohnerwerb suchen, weil der Gang zum Hartz IV immer noch ein demütigender Gang ist. Die Pandemie bringt eigentlich alle Probleme zur Kenntlichkeit. Sie macht sie größer, im Guten wie im Schlechten. Also was unsere Gesellschaft an guten Dingen hat, wie auch an schlechten Dingen, wird einfach größer. Und man merkt das, ob das bei der sozialen Gerechtigkeit ist, ob das, also hat jemand eine große Wohnung, hat jemand eine kleine Wohnung, wie ist es mit dem Transportwesen, woher kommen unsere Lebensmittel, wie sind die Lieferketten. Das wird alles in einer sehr starken Weise vergrößert und ich hoffe, dass wir daraus etwas lernen können. Wir erleiden alle unter Einschränkungen. Wir erleiden unter Kontaktmangel, die in der Gesellschaft da sind. Aber wir erleben aber Entschleunigung, eine Entschleunigung in unserem Leben, welche auch Einfluss auf Umwelt und auf Klimaschutz hat. Und ich denke, dass diese Corona zeigt auch, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft deutlicher geworden ist. Familien, Kinder sind unter extremer Belastung gestellt. 5. bis 10. Klasse wird zu Hause unterrichtet, muss zu Hause lernen. Und da frage ich mich, was macht das mit den Kindern und Jugendlichen, die
Erfahrungen und die Erinnerungen, die Sie jetzt in dieser Zeit sammeln, wie werden Sie in Zukunft damit umgehen? Wie werden Sie mit den Belastungen umgehen, die Sie jetzt erlebt haben? Ich denke, diesen Fragen werden wir uns stellen müssen. Die Fragen stellen wir jetzt, aber wir werden sie auch stellen müssen, wenn diese Zeit einmal vorbei sein wird. Wird es Zeit geben, über die Abschiede zu sprechen? Die Verwandten, die an Corona gestorben sind, wo es vielleicht nicht genügend Raum und Ruhe gab, sich zu verabschieden. Wir wollen jetzt einen genauen Fahrplan haben, wird immer geschrieben. Wir brauchen doch jetzt mal einen Fahrplan. Aber mir kommt es andererseits auch so vor, als ob ich zu jemandem sage, jetzt will ich genau wissen, was es nächsten Mittwoch zu essen gibt und Donnerstag. Aber es sind noch gar keine Möhren da, sind keine Kartoffeln da, Reis ist auch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob am Dienstag welcher schon kommen wird. Aber trotzdem, komm jetzt, ich will jetzt den Speiseplan von nächster Woche haben. Es sind doch so viele nicht berechenbare Dinge im Raum und das Leid ist es ganz, ganz verschieden. Ja, ich meine, bei den einen, da bricht vielleicht brechen ein paar Jobs weg, aber ob es betrifft nicht die gesamte Existenz. Bei anderen, die sind existenziell bedroht. Und das Leid, das hört man ja nun auch wieder durch die Enge, dass die Gewalt zugenommen hat. Bei den vielen Schattenseiten, die es bei Corona gibt, dürfen wir auch das Helle nicht vergessen. Und das Helle ist die Musik und die Kultur und die Kunst, die plötzlich eine ganz neue Bedeutung für viele Menschen bekommen haben. Wir hören jetzt ein bisschen Hausmusik, die vielleicht gar nicht gespielt worden wäre, wenn es Corona nicht gäbe. Und wir sehen ein Bild, das extra wegen Corona entstanden ist. Joachim Glogowski hat es gemalt, Quarantäne. Ein Engel schaut in die Zukunft und er denkt nach, was wird alles kommen. Bitte halten Sie mit uns gemeinsam an dieser Stelle ein wenig inne. Thank you.
Es klingt banal, aber es ist richtig. Selbst in einer schweren Krise können wir etwas lernen. Deswegen unsere Frage an die Gäste, welche Chancen stecken in dieser Situation? Wir können nicht einfach so weitermachen wie vorher. Wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, unser Leben, die Gesellschaft und vielleicht auch unsere Ökonomie neu zu gestalten. Durch die Corona-Krise lernen wir, dass es viele Bereiche gibt, wo wir Handlungsbedarf haben. Das ist Bereich Gesundheit, Bereich Digitalisierung, im Bereich Bildung. Die Corona-Krise hat uns auch deutlich gemacht, dass internationale Zusammenarbeit unheimlich wichtig ist. Die Ungleichheit in der Welt ist deutlich geworden bei Beschaffung von Impfungen. Und wir müssen zusammen im Bereich Forschung international zusammenarbeiten. Die Gesellschaft als Ganze muss sich darauf einstellen, dass Verwundbarkeit, Verletzlichkeit uns dauerhaft begleiten wird. Und ich habe noch einmal gelernt, wie wichtig auch übrigens Familie ist. Die Familie ist einer großen Bewährungsprobe ausgesetzt. Und sie erweist sich als die elementarste Solidargemeinschaft, die diese Gesellschaft hat. Und deswegen ist es auch wichtig, Familie zu stützen, zu unterstützen, zu fördern. Auch das ist eine wichtige politische Aufgabe. Ich denke, wohl jeder hält Bücher, Hörspiele, Konzerte und so weiter für ein hohes Gut. Ihren Produzentinnen geht es schlecht. Und auch schon vor der Corona-Krise lebten viele von ihnen von prekären Einkünften. Sie stehen ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, aber in einem Verlag oder in einer Kulturinstitution hat von der Leitung bis zur Putzfachkraft jede und jeder ein Einkommen und würde ohne dieses gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Kulturschaffende in all ihrer Leidenschaft für ihr Tun arbeiten zu oft für Almosen. Wenn wir als Kulturland dieses identifikatorische Moment Kultur beibehalten wollen, dann müssen nun endlich diejenigen zu einer Stimme kommen, denen wir all die anregenden, subtilen, leisen, verstörenden, schrillen oder auch glückseligen Momente verdanken. Meiner Ansicht nach bringt die Corona-Krise nur insofern etwas Neues, dass sie alle bisherigen Qualitäten wie Missstände vergrößert. Man sieht eigentlich klarer, was wir erreicht haben und was misslich ist. Und ich hoffe aber, dass wir aus diesem Wissen, das wir jetzt über uns als Gesellschaft, wie vielleicht auch privat sammeln, etwas machen werden. Ganz allgemein können wir als Menschen aus dem, was uns passiert, immer was lernen. Zwei Sachen. Dass wir alle einerseits auf diesem Planeten sind, und der auch gefährdet ist und dass es Interessen gibt, die uns alle betreffen und dass wir uns nicht gegenseitig kaputt machen sollen, sonst sind wir alle im Eimer. Dass es ein übergeordnetes Interesse für uns alle gibt, dass wir uns respektieren müssen und gleichzeitig das andere sozusagen, das ist das gemein, was uns allen gemein ist, das andere, zu sehen, dass wir verschieden sind, dass wir in verschiedenen Situationen sind, ländermäßig, individuell, in auch ganz persönlich, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Berufe, dass wir dafür dass wir eigentlich Respekt lernen könnten. Und für die Praktiker unter Ihnen am Ende die Frage und die Politik. Was lernt die jetzt? Was könnte Politik tun? Sie könnte professionelle Lobbyarbeit und Vernetzung mehr unterstützen, soziale Absicherung garantieren, den Zugang zur Künstlersozialkasse niederschwelliger machen und die Zahlungen in die Verwertungsgesellschaften verbindlich. Außerdem flächendeckend verbindliche Mindesthonorare und ein Traum wäre natürlich das Grundeinkommen für Kulturschaffende. Das würde endlich dem Wert, den wir Kultur beimessen, gerecht werden und ihre AkteurInnen nachhaltig stärken. Um das ein bisschen zugespitzt zu formulieren, die Zeiten, in denen Künstler wie Mozart im Armengrab enden, sollten endlich vorbei sein. Mein Wunsch ist, dass die Menschen sich nicht verhärten und nicht uns hinstellen, als welche, die alles wissen oder gar jemand anders anbeten, der angeblich alles weiß.
Die wichtigste politische Konsequenz heißt, demokratische Politik muss die Verantwortung für die öffentlichen Güter haben. Gesundheit muss bezahlbar sein, muss öffentlich gefördert werden. Dasselbe gilt für Sicherheit, äußere und innere Sicherheit. Dasselbe gilt für die Bewahrung, die Verteidigung unserer natürlichen Umwelt. Das sind die großen politischen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Das ist nicht Angelegenheit des Marktes, der Privatwirtschaft, sondern das ist Aufgabe demokratischer Politik. Bisher hat die Menschheit immer erst nach ihren ganz großen Katastrophen zu internationalen Auseinandersetzungen gefunden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die UNO gegründet. Müssen wir erst das Ende einer großen Katastrophe abwarten, um endlich wieder international reagieren zu können, uns als Gattung zu beweisen und die internationalen Organisationen zu achten und eine multilaterale Politik zu veranstalten? Vielleicht lernen wir aus der Krise, hoffe ich, dass es auch außerhalb der ökonomischen Globalisierung eine Globalisierung gibt, über die wir nachdenken müssen, als Gattung. Das zumindest steht als Frage im Raum. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bis jetzt aufmerksam zugeschaut haben. Die Initiatoren, das waren die Friedrich-Ebert-Stiftung und das Kulturforum der Sozialdemokratie. Ja, wir haben versucht, Ihnen einmal eine ganz andere Perspektive auf diese Pandemie zu geben. Und wir wären sehr dankbar dafür, wenn Sie uns Ihre Gedanken schreiben zu diesem spannenden und bewegenden Thema Mensch-Corona.